Immer Aber diese Alibi-Engel. war ich die ganze Zeit mit im Team. Ich war noch nie einzeln, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ey, wie wir einfach fast alle 100 Münzen haben. Guck mal, hinter euch gespawnt. Nee, und vor uns. Ja, Bowser, ich möchte gerne probieren. Du verliest jetzt eh. Ja, ich weiß. Ich werde keine 10 würfeln, oder? Ohne 9. Ja, jetzt machen wir Platz, Alter. Jetzt kommt eine 10, du. Wenn du das machst, Bowser, bin ich raus. Oh, verdammt. Ach, zum Glück. Gib mir meinen Stern. Ja, hier, Alter. Ich klaus dir wieder von Bowser den Stern. Mama! Ich will nicht zu Bowser, aber ehrlich. Aber ich glaube wahrscheinlich, dass dann jetzt oben links ist, wo ich jetzt nicht lang gegangen bin. Unten wird Wario lang gehen. Also ich gehe zu Wario. Ich bin der Safe. Jetzt kommt Wario, verliert gleich die Sterne. Ja, dann ist ja dann nicht so schlimm, weißt du? Dann werden die Wabran wieder umgeändert. Genau da, wo ich eben gerade den Stern geholt habe. Oder? Nee, du kommst wieder am Anfang. Okay, also gehe ich schon mal die sichere Route. Herr Wario, ich glaube, wir haben die böse Route. Egal. Ja gut, oder oben links. Ja, oben links, aber... Gedächtnistraining. Tja. Dann tut mal euer Gedächtnis auffrischen. Sie. Achso, ja, stimmt. Ja. Ich erwische sowieso wieder Bowser. Ja, ich auch. Ich bin immer. Also, Bowser ist ja unser Liebling. Okay, das ist schon gemein. Mit Ankündigung. Dann nimm den da über. Genau. Der ist bestimmt rot. Feuer. Und das ist der Grüne. Grün. Du musst wieder runtergehen. Ja, ich muss runter. Grün. Grün. Ein Regenbögenchen. Und rot, ganz hier unten wieder. Ja, deswegen sag ich ja, manchmal hast du Glück, wenn die wie die liegen, und manchmal hast du Pech. Das ist da über. Hoffentlich. Nein. Das ist so eine Verarsche. Yoshi, du brauchst dich nicht freuen. Ey, du bist aber noch Zweiter, ja? Toll. Ey, du hast zwei Sterne. Weil ich zwei Sterne gescheatet hab. Wario gewinnt, nicht vergessen. Ja, stimmt. Wario wird jetzt definitiv noch gewinnen. Ne. Mario, gehst du nach oben? Oh, ich gewinne nicht mehr. Wir müssen ja irgendwie auch die Wege rausfinden. Also ich vermute mal wirklich, dass... Oh. Ne, warte, 3. Habe ich nicht. Stimmt. Das Sternfeld zählt ja nicht für die Würfelwert als Feld. Jo. Oh, meine Mutter schaut gerade Aladdin. Ja, Mini-Bowser, das schaffst du nicht. Alter, Schrobi hier. Verdammt. Ja, siehst du, du hast einfach kein Skill bei Würfel. Ja, kann das sein, dass es sowieso egal ist langsam? Naja, eigentlich gab es mal die Vorfälle, dass es viele Fälle gab, wo du den Stern nicht bekommen hast. Also bei uns? So. Mach das nicht nach oben. Also das ist so wahrscheinlich, dass... Ja, das ist erstens auch noch so wahrscheinlich, dass oben der Fail ist. Ja, oder unten bei euch. Ja. Dann kriegt ich aber den nicht als erstes ab. Aber dann kommst du danach. Nee, danach wird's ja geändert wieder, die Röhre. Ach, stimmt. Boah, Gott sei Dank. Dann können wir wieder alle wieder drankommen. Oh, das Minispiel, wo ich nicht gewinne. Wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, wieder der rausfliegt, weil er eine Kanonenkugel ins Gesicht spritzt bekommt. Das ist mir auch schon passiert bei dem Spiel. Ist auch nicht aber ihr glaubt euch wieder. Ja, sag dich ja. Nein! Boah, Alter! Alter, Yoshi! Yoshi! Was? Yoshi, was tust du? Ich mach hier nichts, ich lauf hier nur! Nein! Mario! Nein! Ihr bringt mich alle noch um! Nein! Nein! Wir haben beide! Ich bin automatisch gesprungen gerade! Er meint mich? Ey, das ist so fies mit diesen Kanonenkugeln. Weißt du, du springst in dem Moment und wirst trotzdem getroffen und gekillt. Das Lustigste ist, ich bin gerade nicht eben gesprungen und seltsamerweise springt Yoshi und dann ist er irgendwie auf einen von euch draufgesprungen. Ja, auf Mario warst du drauf und deswegen ist er wieder... Ich bin noch nicht mal gesprungen. Okay, das ist krass. Mario, unser Sieger, Wario, unser Sieger ist dran. Wird er zu Bowser kommen?
Nein, zu Buhu. Oh, wer wollte mir denn die ganze Zeit einen Stern klauen? Okay. Wer will denn dir einen Stern klauen? Wie bei der Rubine. Hä? Ich hab gesagt, ich bring mir einen Stern. Kann Lisa das denn klauen? Huhu. Ich glaube, wir müssen dir mal wirklich mal ein bisschen was zum Funkeln geben, weil sonst kriegst du einen Anfall. Ist ich nicht. Nee, Buhu, habe ich doch gesagt. Ja, du bist jetzt dran. Ja, go, eine 10. Ah, naja. Ich würde jetzt lachen, wenn ich jetzt zum Bowser komme. Ja, kann ja nicht gehen. Das wäre halt... Ja, du kriegst deinen Funkeln. Ist ja okay. Aber nur Münzen. Ich bin nett, ich will keine Sterne klauen. Nein, keine Münzen. Ja, von Wario. Oh, hast aber ganz schön viel Kraft aufgespart. Fürs Funkeln. Also wissen wir, ganz oben ist Bowser, da brauchen wir nicht hingehen. Gehen wir jetzt immer zum Funkeln. Obwohl, die andere Seite, die ganz oben waren wir noch nicht. Gucken. Doch. Also ich glaube, wo ganz oben waren wir noch nicht. Ja, stimmt, da ja, war nichts. Nicht, seitdem die Sterne wieder da sind. War noch niemand wieder da oben. Ja, aber ich denke mal, da wird sich jetzt nicht viel ändern, oder? Stimmt. Was hätten sie denn gesagt? Ja. Ey, ja, hallo Yoshi. Ja. Was geht denn bei dir? Ich darf endlich mal Sterne sammeln. Das geht. Oh. Ja, jetzt macht ihr eine 9. Nee. Ja. Er will mir den Stern nicht gönnen. Ja, du musst Erster werden. Damit Wario nicht gewinnen kann. Es kommen noch die Bonussterne. Ich weiß nicht, nee, warum. Wario war doch total lieb zu euch. Wario ist nämlich halt böse gewesen. Oh Gott. Also ich weiß, wer gewonnen hat. Ach, du hast ja auch gleich ihn. Ja, moin. Bin ich denn gleich da? Ah ne, wir beide finden nichts. Ja, also, aber... unter einer 8, ne, ist unter aller Sau denn. Unter 8 können wir sowieso nicht würfeln, oder? Das stimmt, ja, schön. Das war wieder ein Brain von mir. Oh Gott. Damit hast du deinen dritten Stern auch wieder und ich bin alleine mit 2 Sternen. Ja, ich bin ein. Ja, du bist schon raus. Ich mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Na, du wirst wahrscheinlich... Nee, du kannst dir direkt den nächsten Stern gönnen. Ja. Und zu Bowser. Ja, aber ich nehme trotzdem jetzt aber den Stern hier mal mit. Sieg für Mario. Ja, definitiv Sieg für Mario. Boah. Na, machst du eine 10? Come on! Das ist gleich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rubin und Kopfhilfe, Alter. Ja. Das hängt von den Bonusmünzen ab und Kopfhilfe hatte die meisten Münzen. Ja, aber du hast die meisten Fragezeichen. Rubin, du hast aber auch die meisten Fragezeichen. Echt? Doch, sie war dreimal schon drauf. Oder zweimal. Echt? Also, es sind noch ein paar Runden. Und... Achso, Bowserfeld, Entschuldigung. Ich muss meine Stimme gleichzeitig sprechen. So, schauen wir doch mal hier. Oh, nein. Aber nicht mal kann ich Geld verlieren. Ihr kennt das Spiel. Ja, ich verliere mal 30 Münzen. Mein nee, was ich sagen wollte ist, es sind noch 2 Runden. Ich könnte halt ja auch den Münzstern verlieren, weil ihr beide habt jetzt mittlerweile auch wieder. Ja, aber jetzt bei dem Minispiel... Über 100 hat ich nicht. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist so eine richtig blöde Grimasse. Das ist echt eine blöde Grimasse, da gebe ich dir recht, Rubin. So. Die Wimpern haben sich nicht verändert, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich hab's gerade ziemlich verkackt. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das nicht gut aus. Ja, ich glaube, das ist echt nicht so gut gelaufen. Shit, meins ist nicht gut. Ich wollte gerade noch nachkorrigieren. Scheiße. Alle verlieren. Keiner hat gewonnen? Ich habe 87% gehabt, du... Ja, dann... 120 Münzen für den guten alten Bowser. Ja, ich kann mir auf jeden Fall keinen Stern holen. Bowser, ich schlachte... Entschuldigung. Wenn die beiden gewinnen. Alles. Ja? Wir beide Team machen wieder ein Team ab.
Ja. Rasinenwahnsinn. Kriegst du hoffentlich hin, oder? Ich krieg's nicht hin. Rubin, einfach nur rechts und links. Also jeweils entgegenlenken von der Kurve. Also auch beschleunigen, ne? Aber auch gegenlenken. Du drückst den falschen Rubin. Du musst einen anderen Knopf drücken. Ah, genau. Oh. Upala. Ich sehe nichts, oh mein Gott. Ja, die Kurve ist immer so ein bisschen... Ja. Kacke, hätte ich das nicht. Egal, aber... So. Geht's nicht schneller? Wir sind schon auf Maximum. Fuck! Oh Mann! Wir können das jetzt in Ruhe angehen. Ja. Guck mal, Rubin, wir haben doch mal gewonnen. Das Minispiel. Guck mal, die 45 Kurve. 20 Münzen. Dim, 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 dim. Gib mir 20 Münzen, ich muss mir einen Stern holen. Nein, nee, nur 10 leider. Ich hab nur 78, das reicht. Aber ich würde gerne noch ein Sternchen bekommen, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Außer ich würfel jetzt eine 1 und gewinne das denn, nicht. Dann hast du die geschafft. Oder es kommt Ware. Also es kommt Ware. Ja, aber warte mal kurz. Ja, Ware ist schon da. Oh, mal kurz Platz hier. Der Spieler hat ja auch gesagt, dass er gewinnt. Also, Ja, außer er würfelt jetzt eine 8 und Bowser eine 9, dann ist es definitiv... Er würfelt 10 und Bowser würfelt eine 8 und dann ist es... Unfair. Siehst du sogar nur eine 6. Also irgendwie habe ich heute was gegen Rubin anscheinend. Ich weiß schon mal, ob ich die wieder in den Bunker dahin platziert habe. Da werde ich niemals reingehen. Achtung, jetzt meinen Kopf nicht erschrecken. Ich will da mal eben ganz kurz... Aber ich kann gar nicht. Doch, ich kann nicht starten. Okay, eine Runde kommt dann. Ist oben noch ein Stern? Ja, müsste. Oh, ein Sternchen für mich. Hoffentlich. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Der hoch am Himmel schwebt. Yay. Was denn kann er, glaube ich, muten? Was? Was habt ihr? Es kann sein, dass er dadurch Probleme kriegt. I know. Nein, es ist... Sag das nicht, Alter. Nachher ist das Video gesperrt. Nein, du musst ja das Originallied haben. Und meine Stimme... Kommt auf das Lied an. Es gibt auch Lieder, wo sind die Rechte sogar so gelegt, dass selbst Cover nehmen werden. Ja. Das kannst du auch nicht als Cover sehen. Das war einfach nur... Ja. Sind wieder alle durch? Ja. Ja. Ich hab den letzten bekommen. Wir können dir theoretisch wieder die 100 holen. Rubin, du hast keine Chance mehr. Du musst sowieso vorbei. Aber du hast für den anderen noch eine Chance. Für den natürlich der dicke Wario auch eine Chance hat. Alter! Was hab ich euch heute getan? Du bist Wario. Das erklärt alles. Und? Dicke Menschen haben auch Gefühle. Ja, trotzdem, aber du bist der reicheste fast von uns. Ja, und? Ich sag ja auch nicht zu dir, Mist, von und zu, nichts Könnerin. Achso, das war das. Ja, das. Ich kann mir manchmal die Namen einfach echt nicht mehr zu den Spielen. Ich auch nicht, die sind doch manchmal so seltsam. Ja, manche sind wirklich ein bisschen doof platziert von den Namen her. Wow, ich krieg gleich die böseste. Ich baue mich einfach wie bei Minecraft mal da rein. Oder doch nicht. Ey, hallo. Was hab ich denn erwischt? Wow, ich hab nichts bekommen. Wieder einmal, ich mag dieses Minispiel nicht. Da können wir streichen von der Mögenliste. Jetzt wollen wir mal sehen, wie viel Tristan bekommen hat. Guck mal, Tristan hat 4 Münzen bekommen. Das ist nicht nix. Das ist aber fast nix. Da hätte ich auch nix machen können. Und der Wario kriegt einen Stern. Ich glaube. Ja, Gerechtigkeit für mein Land hier. Ich wurde die ganze Zeit gemobbt. Gar nicht wahr? Von wem wirst du gemobbt? Komm, jetzt aber eine 8. Für euch allen, außer Kompel, wer ist der Einzige, der nett war? Der hat noch nie was über Dicke gesagt. Dein Gesicht, dein Grinsen sieht so falsch aus. Alter. Das ist echt hier ein Sterneparadies. Es ist halt...
Prämisse. Die auch unsere Sterne, die wir eigentlich schon mal hatten. Es sind unsere eigenen Sterne, die wir wieder kaufen müssen. Reset. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, mit einer vernünftigen Zahl kriege ich dann noch was hin, diese Runde. Ist ja die letzte. Aber ich schätze mal nicht, dass ich eine hohe Zahl würfel. Ja, wow. Ja. Aber ich kann es noch probieren. Achso, es kommt aussetzen. Nee, du in der letzten Runde nicht. Jetzt tut der Stern, der oben rechts ist, also nicht. Ja, wow, Peach! Du bist so lahm, Arschi, ne? Du bist... Oh, Frau. Renn mehr. Oh, Mann. Ich glaube, ich bleibe auf dem vierten. Nee. Guck mal, du kannst unten lang gehen. Du kannst dir sogar noch einen Stern holen. Also ich wahrscheinlich. Naja, dann bin ich heute mal Dritter oder Vierter. Du weißt doch, ohne Sterne. Da habe ich aber nichts. Ich habe ja keine meisten Münzen gehabt. Ich habe auch keine Münzen. Ich frage mich, ob das irgendwann mal wirklich passiert, dass Mini-Bowser eine höhere Zahl wird als man selbst. Mir! Ich sag, wieso sage ich das eigentlich? Tobi, du tust mir echt leid, ne? Aber das war gerade vom Timing her, nachdem Tristan das gesagt hat. So. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Oh, was denn noch ein Stern? Dankeschön, Olle! Oh Gott. Bowser klaut die Sterne? Nein, sogar sein Kind. Mhm. Oh Gott. Ich kann mein Internet verstehen, warum er gesagt hat, nee, das spielst du heute nicht. Ja. Nee, es ist richtig gut, dass du es ist für deine Nerven echt besser, wenn du es heute nicht spielst. Okay, warte, das ist mies. Kurz, oben oder unten kannst du betet nichts. Wie viele Felder waren von der Warp-Würfe entfernt? Das bringt betet nichts. Ja, oben auch nicht. Oben kommst du auf ein Feld hinter mir. Nee. Gut, dann wird's mit dem Bonusstern entschieden, aber wer wird wohl Sieger werden? Das ich ist nicht. Die große Frage. Ich bin für mich. Ja, so, da kommt jetzt nochmal eine Partie kippliger Rahmen, die ich bisher noch nie gewonnen habe, obwohl es immer sehr knapp war. Ich hab auch immer sehr knapp. Meistens. Ich hab ein Team von gewonnen, einmal. Eigentlich lohnt es sich das für mich gar nicht mehr, außer ich krieg den Münzstern. Was ich nicht glaube. Oder den Minispielstern. Ja, den. Aber Rubin hat nie über 100 Münzen, deswegen Münzstern. Ja, Münzstern habe ich auch nicht. Klar. Nee, ich habe nicht über 110. Nee, ich meine gerade bei mir. Nein! Wieso nicht beide Felder? Yes! Der war wichtig. Ach, du hast gewonnen? Ja, der Sieg war wichtig. Was hast du denn? Nee, weil ich gerade in dem Moment das auch hatte. So. Echt? Oha, das war ja. Aber dann so Zeitduell. Das meine ich ja. Oh, Leute, ich bin endlich wieder da. Wer wird wohl der große Superheld sein? Die Person mit den meisten Sternen ist der Gewinner. Ja, Yoshi, du bist ja auch so ein Loser. Ach, Mario, typisch. Aber wenn ich durch Münzen entschieden werden, wird's auch nicht so richtig. Aber da habe ich wenigstens die meisten noch. Ich hab nicht so viel ausgegeben. Das sind ja die Bonussterne, die entscheiden. Erstmal der Spielstern, wer hat die meisten Münzen gesammelt im Spiel. Es war Peach, das ja, heißt, ich hab einen Stern. Okay, ich kann schon mal Zweiter bleiben. Ich bleibe auf dem vierten. Der Münzstern, ja, jetzt kommt Mario, der hat das ja, Meister. Okay. Mario easy ohne Erster. Funkeln, ja. Funkeln. Und das Ereignisfeld, das geht auch an Mario. Okay, zweiter Platz ist für mich in Ordnung. Nee. So, und wie es gekommen ist. Nee, Mario hat einen Stern weniger. Es wird. Wie es gekollt habe, Mario und das M. Glückwunsch an Mario. Ja. Ja, das letzte Spiel gewonnen. Erstes Spiel und letztes Spiel gewonnen. Glückwunsch, was macht denn passieren? Das ist die gute Bilanz. Der Stern sieht so seltsam aus, mit den ganzen Gekritzeln. Boah, weggehauen. Jetzt wird der Stern wieder repariert. Ah, sehr schön. Ein Riesenfunkel. So entstand bestimmt Mario Galaxy. Ja, der fliegt jetzt weg.
Ohne Stopp, ich bin da. Ich krieg doch sicherlich nur weg. Irgendwas passiert doch mit mir noch. Nein, du bist einfach auf dem Stern. Wie wir alle. Du wirst mit uns weitergeführt. Ich bin ein Superstar. Und das ohne die Hilfe von Dieter Bohlen. Ja, ja, braucht man nicht. Jetzt kannst du dich echt schämen. Was war es? Oh, Entschuldigung. Oh, hallo. Wer will? Ich hab jetzt. So, jetzt möchte ich mal Minispielmünzen gucken. 116. Ja, das letzte Spiel hat zwar... Ja doch, das hat entschieden zwischen Mario und mir. Oh. Ja. Ich hab gar nichts. Was war das andere? Da, 100... Da, siehst du, du hast 132 sogar. Hey, wie war das mit Fragezeichen? Ich hab nichts. Ich bin nicht einmal auf ein Fragezeichen gekommen. Was? Hä? Wollte ich gerade auch sagen. Dass ich auf die einmal mindestens drauf war. Nee, ich war nicht einmal drauf. Ja, sehe ich ja gerade, aber ich hab's auch anders in Erinnerung. Ich hab's auch anders in Erinnerung. Och. Oh, wie viel Pech ich hab. Das ist wie am Anfang, wie es gestartet ist, echt. Vor allem, du hast 4 rote Felder wieder besucht. Ja, gut. Das ist schön, so mäßig. Guck mal, jetzt haben wir unsere 100 Sterne wieder. Kriegen jetzt noch ein bisschen was auf Konto. Aber und die neuen Items haben wir nicht so gesehen, oder? Nee, das hat sich gar nichts aktiviert. Wir kriegen mehr Sterne dazu. Was halt schade ist. Nee, wir kriegen ja nicht über 100. Vielleicht kommen die nicht bei dieser Map, sondern bei einer anderen Map. Wer weiß. Gibt's denn noch Credits oder irgendwas? Alter. Ich glaube schon. Der Stern der Tan. Jetzt ich hab Hunger. Ey, unser Stern haut ab. Tschüss, Stern. Ich glaube, das sind wirklich die Credits. Ich glaube, ich mache mir gleich mal eine schöne Bolognese warm. Ich will gleich jetzt mal noch kaufen. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Pizza. Ey, hallo? Wir sind mitten in der Aufnahme, ihr redet vom Essen. Wichtig. Wisst ihr, so ein schöner Stern, der jetzt hier mit 100 Sternen sich vereint, ihr redet über Essen. Das ist typisch. Das erwartet man in meinem Display. In unserem. Gut, das sind die Credits. Dann würde ich gerne noch ein bisschen was zum Spiel allgemein sagen, also zum Spielspaß. Erstens hat es mit euch dreien echt super viel Fun gemacht. Das möchte ich schon mal vorab sagen. Schön, gebe ich gerne zurück. Also ich hoffe... Ich muss mich erstmal bedanken, dass ich mitmachen durfte. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns auch in den nächsten folgenden Mario Partys wieder, wenn wir es hinbekommen natürlich. Das wäre auf jeden Fall super. Und wir nehmen definitiv nicht mehr Luigi. Jawohl, in mal bei den zwei sollten wir erstmal eine Chance geben. Ja, da geben wir ihm einmal wieder eine Chance, aber sonst nicht mehr. Sonst ist er zu EP. So, dann kurz zum Spiel. Also Minispiele sind wir, denke ich mal, uns einig. Da gab es gute Minispiele, aber auch sehr unbalanced Minispiele. Ich nenne jetzt mal Pflanzenhüpfen als Beispiel. Das hat uns ja manchmal bis zu 30 Münzen verholfen und die anderen Spiele... Wie zum Beispiel dieses komische Aufblättern der. Dieses Memory eben halt. Das hat uns nur 8 oder 6 Münzen verschert. Also, das ist so. Das fühle ich nicht. Aber auch die schlechtesten immer sehr oft gekommen. Ja, es waren halt auch nicht so viele, ne? Man denkt jetzt so: Mario Party 1 hat nur 50 Minispiele. Und da kann eben halt auch nicht viel Abwechslung geschehen, so gesehen. Aber trotzdem war es sehr schön. Also, viele Minispiele waren auch sehr gut. Für das erste Mario Party. Und die Bretter fand ich eigentlich bisher alle ganz okay, außer 2 vielleicht, die mir nicht so gefallen haben, wie die Regenbogen-Map. Und die Torte. Und die Torte. Die war ein bisschen zu... Ja, wie hast du gesagt, Compath? Ich glaube, bei der Torte war es doch so, wenn man da einmal genug Münzen hat, hast du eigentlich nur noch den Sieg vor dir. Ja. Und was die coolste Map fand ich immer noch die Bomben-Map. Die Bomben-Map? Ich finde den Eternal Star ganz gut, sogar einer der... noch der besten her. Und Yoshi's Island. Muss ich nochmal dazu sagen. Yoshi's Island war auch schön. Ja, sonst, was mir noch gefehlt hat, sind die Items. Im ersten Mario Party haben wir leider nur die Items Pilz und Giftpilz gehabt, die nur Runden aussetzen und eine Runde mehr machten. Da hatten mir leider eben halt diese anderen Items noch gefehlt. Aber dafür hatten wir Buhu gehabt. Viel zu viele Schadenstime manchmal. Also in manchen Maps waren es echt ein bisschen zu viel. Aber wenigstens waren die mit bei. Nicht so wie in den neuen Teilen.
Und hat auch mal einen Auftritt. Genau. Und sonst noch irgendwas, Auffälligkeiten von eurer Seite her? Oh, da ist Funkeln. vielleicht sollten wir mal vielleicht eine Map, oder die Zuschauer dürfen sich eine Map aussuchen, wo wir mal versuchen, die Items zu testen. Ja, toll, jetzt wird sogar ein Titi-Torten-Map. Ja, das wird garantiert die Torten-Map. Nee, aber irgendwie müssen wir dir ja ohne, also wirklich gerne auch nochmal zeigen. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwie noch mit eingedings sind. Also wir haben die ja jetzt gekauft und im Spiel ist ja nichts passiert damit jetzt gerade. Wir hatten entweder mega Pech gehabt oder es ist nur zufällig. Ich weiß, dass die Items, zum Beispiel dieser blaue Würfel, wo man nur hohe Zahlen würfeln kann, dass der ganz selten ist. Also ja, dann könnte es sein, dass wir ihn nicht bekommen. Nee, ich glaube nicht, dass es an der Map lag, nur. Ja, es war jetzt quasi das Finale, vielleicht deswegen. Wer weiß. Jedenfalls muss ich im Groben und Ganzen sagen, hat mir der Mario Party 1 Let's Play sehr viel Spaß gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Yep. Und wenn ihr nichts weiter noch auszusetzen habt oder sonst noch was, würde ich sagen, lassen wir die Credits noch durchlaufen und dann sehen wir uns in einem neuen Projekt wieder. Was ist das für eine alte Oma? Habt ihr schon mal diese alte Oma eben gesehen? Nee. Das habe ich mir ja gerade nämlich auch gefragt, wer das war, aber manche. Sind das nicht die, in den verschiedenen Läden drin sitzen? Ja, stimmt, das haben wir auch noch nicht angeguckt. Ach so, was noch als Info ist: Minispielinsel mache ich nicht, weil wie gesagt, es gibt da ein Minispiel, was ich überhaupt nicht schaffen kann. Wegen der Tastatur her. Deswegen wird es bei mir nicht kommen. Deswegen nur die Minispielbretter und das reicht ja auch an sich. Finde ich jetzt. Man hat eigentlich alle Minispiele gesehen. Ich glaube, wir hatten alle 50. Das ist voll in Ordnung. Die hat auch noch ihren Auftritt. Ja. Scheinbar haben alle ihren Auftritt irgendwie. Ja, fehlt noch die Bomben fehlen. Stimmt, die sich bekriegt haben durch. Ja. Hooper. Die haben sich nicht durch mich bekriegt. Nein. Nein. Oh, guck mal, da ist der Riesenfisch, der Tod gefressen hat. Böser Fisch. Der sieht auch der Stern irgendwie total panisch aus. Was verfehlt ihr? Wo bloß hin? Das ist ja erst eine Bombe. Die zusammen sein. Nee, die sind. Das ist Frieden. Ja, dachte ich auch. Nee, die haben bestimmt wieder Geschwisterstreit. Weißt du, das ist ja Typ üblich sowas. Ja, wegen Guck, Cooper siehst du? Wer fehlt denn noch? Ah, da fehlt noch Bowser und so ein bisschen was. Bowser kam schon. Oh, wir sind aber, glaube ich, schon am Ende. Special Fangs 2. Obwohl, da kommen noch ein paar. Ja, ganz, ganz viele Leute müssen halt nochmal besonders erwähnt werden. Ja. Ja. Wir müssten jetzt eigentlich noch unsere Namen aufploppen. Ach, den haben wir noch. Natürlich. Shy Guy. Ach, den haben wir gekauft gehabt. Also, den habe ich zumindest am Ende nochmal gekauft. Der kommt auf der Bomben-Map vor. Ja. Ach ja, stimmt. Also, das war der bei Luigi's. Dieses komische Ding, was die Welle irgendwann wieder hoch und runter gemacht hat. Alter. Die Wolke. Die kommt ein bisschen spät. Die hat aber wirklich einen kurzen Auftritt gehabt. Ja, die hat Puppe verwendet und Oh, Mini-Bowser, hey! Grüß dich! Und tschüss! Mini-Bowser, alles klar. Oder? Nee. Ja, die Produzenten. Die dürfen wir nicht vergessen. Und sie müssen uns alle. Lakito? Ja, da spielt Lakito immer. Okay, jetzt sind wir aber schon am Ende. Da kommen noch die Charaktere. Mario, der gewonnen hat. Die waren schon eben. Echt? Waren die schon? Ja, die waren am Anfang. Ja, nee, ich hätte jetzt gedacht, alle. Nö, ja, nur Mario. Er ist der Namensgeber. Achso. Jetzt sind wir der Superstar? Ja, irgendwie ja. Mit Bowser zusammen. Und ja, stimmt, mit Bowser. Was sucht ein Bowser bei uns? Ende. Und der Stern kann auf Warp-Geschwindigkeit reißen. Auch ja, ne? Gut. Dann würde ich sagen, würde Let's Play hier enden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei allen von euch da draußen. Und wenn es euch gefallen hat. Der Minispiel-Blockfahrt oder wie so. Ja, nee, ich glaube, der wird nicht erscheinen. Gleich kommt in den Kommentaren. Wir wollen es aber sehen.
Nee, glaube nicht. Also, ich glaube, wir wollen was anderes denn. Ja, wie gesagt, wenn es 1000 Mal entschieden wird, dann ja, aber sonst würde ich sagen, ist es der letzte Part gewesen. Ich bedanke mich für alles und wenn ihr Gefallen dran gefunden habt, würden wir uns sehr überfreuen darüber, dass ihr eine Bewertung da lasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dann und tschüssi. Tschüss.